Und ich hoffe, dass ich jetzt diesmal das passende Idol habe, sonst weiß ich auch nicht. Also wenn ich jetzt nicht das passende Idol habe, was da fehlt, dann haben wir Pech. Bei ihr vielleicht? Ist da jemand? Benimm dich, solange du hier bist. Zeig mir deinen Kram. Sieh dir ruhig alles Ach, ich mache genau ich. an. Affenstatue nehmen wir mal mit. Ah, diese Piratenanhänger, ne? Den brauche ich. So. Okay, warte mal. Nehmen wir mal gleich diesen Anhänger, Amulett, Piratenanhänger, ne? So, dann sollten wir eigentlich jetzt bei Talente. Schmutzige Tricks 63 plus. Aha. Zeig mir dein. Sieh dir. Das brauche ich denn nicht. Das brauche ich denn auch. Körper. Na gut. So, wir haben auch noch was gefunden, aber ich glaube, mehr gab es hier nicht. Aber wir zum Schiff. Oder warte mal, halt. Vorsichtshalber nochmal die Schenkel. Aber warte mal, da ist ja auch noch ein Händler da hinten, ne? Ob ich den irgendwas verkauft habe, was ich hätte lieber nicht verkaufen sollen. Lieber mal nachschauen. Oh, das ist hier zu zweit. Ah, Cruz ist bei dem. Der alte Cruz ist jetzt glücklich. Vielen Dank für deine Hilfe, mein Captain. Ja. Ah, schmutzige Tricks. Das hilft vielleicht. Zeig mir ein paar von deinen schmutzigen Tricks. Was genau? Was für Schlösser? Zum Schlösserknacken irgendwie? Ne, ne, leider nicht. Zeig mir deine Wahl. Aber sicher doch, lass dir Zeit. So, zurückkaufen? Aha. Aber leider nicht. Nicht das, was ich brauche. Okay, gut, dann können wir wieder aufs Schiff. Nee, warte mal.
Die Schenke wollte ich ja auch noch. Ich glaube, da war jetzt aber wirklich nichts mehr, ne? Ja, ich hab davon gehört. Mies. Zeig mir was. Das sind ja diese Affenstatuen, die sind alle gleich. Da glaube ich nicht, dass das da ist. Kann eigentlich nicht sein. Ich hab davon gehört. Miese Geschichte. Okay. Gehen wir wieder zum Schiff. Und setzen neuen Kurs. Mal wieder, natürlich. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. So, dann gehen wir mal zur Schwertküste. Und da gucken wir mal. Haben wir da irgendwie. Das ist halt. Piratenturnier. Ja, besser ist lieber nochmal hier überall nachschauen. Lass uns ran. Gut kaufen. Okay, da habe ich schon mal nichts. Der hat auch nichts, ne? Da haben wir doch nicht irgendwie zu billig, ja? Ne. Zeig mir deine Ware. Ah, siehste. Da, ein Idol. Idol. Oh, nicht genug Geld. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das von diesen Idolen. Dann kann ich, glaube ich, diese Affenstatue wegtun, weil. Ich glaube nicht, dass das da das ist, das Richtige ist. Da, Affenstatuen kann weg, Silberpokal kann weg. Aber diese Idole, wo man mehrere von hat, die sind, glaube ich, auch falsch. Ne? Ja, eins lasse ich mal. Oder? Zeig mir deine Ware. Okay, auch nichts. Ich glaube, wir haben jetzt vielleicht bestimmt schon das richtige Idol. Stimmt. Aber lieber auf Nummer sicher. Ah, jetzt können wir diese Truhe endlich auch aufmachen. Ui, Gold. Nimm alles mit. Ah, die können wir leider immer noch nicht aufmachen. Warte mal. Ich glaube, wenn ich... Amulett des Diebes habe ich ja schon. Tja, bräuchte ich noch eigentlich so einen Ohrring, ne? Ring des Diebes. Was ist besser? Ring des Diebes? Hm.
Ja, der Trank, der brachte ja auch nicht viel, ne? Das reicht leider nicht. Schade. Schade, schade. Ich kann dir nicht helfen. Bei den Shaganubis haben wir, glaube ich, schon alles geholt. Glaub schon, ne? Können wir zurück zum Schiff? Ja. Okay. Wieder einen neuen Kurs setzen. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. So. Würde ich sagen, wir versuchen es nochmal bei der Sturminsel. So, wir sind mal wieder im Lufttempel. Ich weiß, es ist dieses Mal nicht so spannend vielleicht, weil ich jetzt hier halt auf der Suche bin. Aber es hat sich ja gelohnt. Habt ihr wieder einige Sachen gefunden und aufgemacht und so. Und ich hoffe, dass ich jetzt diesmal das passende Idol habe. Sonst weiß ich auch nicht. Also wenn ich jetzt nicht das passende Idol habe, was da fehlt, dann haben wir Pech gehabt. Dann gibt es das vielleicht erst in Marokkai. Mir fehlt das passende Ding dafür. Es gibt's doch einfach nicht, oder? Tja, das weiß ich dann jetzt auch nicht. Wo ich da hätte noch hin gemusst. Na gut, dann setzen wir mal einen neuen Kurs. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aber weißt du, was ich mache? Ich will nochmal hier gucken. Hier gab es ja auch noch Truhen, die ich noch nicht aufmachen konnte. Und ich werde da, müssen wir uns mal merken, an den Händler da, ne? Mal alles, was ich jetzt an Idol noch habe, verkaufen. Damit ich weiß, welche ich schon alle ausprobiert habe, weißt du? So. Weil offenbar, die ich so habe, die scheinen ja nicht die richtigen zu sein. Was ich eigentlich gar nicht verstehe, weil so viele verschiedene. Der hat ja gar nichts. So, gut. Dann. So, das sind also alle, die nicht funktionieren. Guck mal, da haben wir auch schon wieder 3000, fast 4000. Naja, gut. Ich glaube, hier gab es noch Truhen, ne? Die wir noch nicht aufmachen konnten. Hier war keine. Bei unserem Zimmer eigentlich noch eine Truhe, die wir nicht aufmachen konnten. Ich weiß es gerade jetzt nicht. Muss aber nachschauen. Wenn wir schon mal hier sind. Ne? Aber schade, irgendwie ärgert mich das schon ein bisschen, dass ich jetzt immer noch nicht das richtige Idol gefunden habe. Aber warte mal. Gehen wir erstmal zu dem. Da war ja auf alle Fälle eine Truhe, die wir nicht aufmachen konnten. Die vielleicht jetzt auf. Natürlich nicht. 90. Ja. Verschwinde! Ja, dann können wir auch aufs Schiff. So. Ja, also ich würde sagen, in dieser Aufnahme fahren wir doch noch nicht zu der Insel von, also von der Küste von Marokkai, sag ich mal, dahin, ne? Da fahren wir dann doch lieber in der nächsten Aufnahmesession hin, ne?
Ne? Da haben wir wieder mehr Zeit, weil die Zeit ist nämlich auch bald um. Und vielleicht gibt es da auch das fehlende Idol. Kann natürlich auch sein, dass es erst da gibt und dass wir da auch erst diesen schweren Gegenangriff lernen können, den wir noch brauchen, um Schwertmeister noch zu werden. So, na gut, das heben wir uns dann wirklich auf für die nächste Aufnahme. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und wenn es euch gefallen hat, gebt mir noch einen Daumen und schreibt fleißig in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, euer InselGamer. Tschüss, Sikowski.